Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zurück bei Factorio. Wir haben den Research für unsere Lampen abgeschlossen. Wir wollen mal kurz gucken, was der Unterschied zwischen den kleinen Lampen und den großen ist. Okay, das ist nicht so berauschend. Wie sieht's mit der großen aus? Überzeugt die mehr? Ja, schon ein bisschen besser. Was ist der Kostenunterschied? Die große Lampe braucht wesentlich mehr Glas. Aber das geht eigentlich, oder? 20 Kilowatt und das hier braucht 5 Kilowatt. Ah! Ne, lass mal. Wir nehmen die kleinen. Wir nehmen die kleinen. Ich denke, das ist, da wir nicht so viel Strom aktuell produzieren. Und hier unten leider auch das alles immer noch per Hand befüttern müssen, können wir uns das eigentlich gar nicht leisten, da großartig mehr zu machen. Wie sieht das jetzt hier aus? Das Ding ist immer noch nicht voll. Und hier oben passiert natürlich dementsprechend auch nichts. Ach so, das liegt daran, dass wir mehr oder weniger kein Kupfer haben. Was etwas ungünstig ist, ich habe gesehen, hier gab es ein Problem. Es gibt gewisse Insert, die sich dann irgendwie das Holz holen und dann ein Problem haben, weil sie das nicht reinlegen können. Ich weiß zwar nicht, warum sie überhaupt auf die Idee kommen, das Holz da aufzunehmen, wenn sie das hier gar nicht reinlegen können. Das macht irgendwie nicht so viel Sinn. Wir sollten vielleicht dementsprechend das Holz hier wegnehmen. Und das wird wahrscheinlich dann überall ein Problem sein, oder? Hier haben wir auch Holz, das dann bald irgendwann mal kommt. Da ist noch ein bisschen was. Müssen wir dann hin und wieder halt ein bisschen säubern. Aber ich denke mal, für den Moment muss das halt ausreichen. Können wir noch so ein Stone Furnace machen? Oder nochmal zwei. Gib uns die Ingots. Die können wir brauchen. Ich habe übrigens die Basis, ich habe sie nicht weggekriegt. Ich hatte zu wenig Munition. Wir müssen warten, bis wir hier... wir brauchen drei Stacks mindestens von dem Zeug, sonst bringt das rein gar nichts. So, dann machen wir hier erstmal das noch ein bisschen weiter. Das ist das, was momentan, wo es momentan am meisten fehlt. So, ziehen wir das hoch, kopieren das Rezept und dann kommt hier noch eine Kiste hin. Ein Stack reicht davon erstmal. So, jetzt wird es wahrscheinlich dann irgendwann knapp werden hier mit dem Erz. Ach so, ja, natürlich wird es knapp, wenn wir... Das könnte schwierig... Ach, das wird immer weniger, ey. Das mit dem Holz, das ist eine absolute Katastrophe. Und die Hälfte hier hat schon wieder... Ersetzen wir die Jungs hier mal ein bisschen... Das kann ja nicht sein, dass wir da ein Problem haben. Sonst sieht es gut aus mit dem Strom. Wir brauchen aber ein bisschen... Oh Gott. Wisst ihr was? Bitte schön, nehmt ein bisschen Holz für den Moment. Wir haben kein Stein übrig. Können wir davon noch vielleicht zwei herstellen? Wir können mal gucken, ob wir auch langsam elektrische Drills forschen können. Electric Mining Drill MK2. Mining 1. Mining 1. Gold Smelting. Electric Mining Drills. Das braucht aber diese Heavy Copper Cable. Die können wir sowieso nicht herstellen. Bringt uns nichts. Ah, ärgerlich. Okay, dann gehen wir zumindest Richtung Greenhouses. Elektrische Greenhouses. Forestry 2. Energy Consumption 280 Kilowatt. Erforschen. Und du brauchst 140. Also zur Stromproduktion wird das hier nicht taugen. Was sehe ich jetzt schon? Zur Stromproduktion wird das hier nicht taugen. Also ein bisschen das. Man kann ein bisschen was an Holz produzieren und.
Ein bisschen was an Saplings, aber pff, das ist jetzt eigentlich der einzige Grund, warum das überhaupt weiterläuft. Na gut. Was machen wir weiter? Wir müssen. Ja, da kommt jetzt nicht, passiert jetzt erstmal rein gar nichts, weil wir viel zu wenig Kupfer haben. Das wird eine Weile dauern, bis sich das Ganze erholt hat. Wenn wir hier bloß irgendwie ein Kohlefeld oder sowas hätten, oder wir könnten. Ach, können wir Öl? Wie sieht es mit Öl aus? Wie sieht es mit Öl aus? Weil es bringt irgendwie nichts, das hier zu erforschen, wenn wir es nicht zur Stromgewinnung verwenden können. Oil Processing. Gibt es Solid Fuel? Solid Oil Processing. Petroleum Oil Coke. Petroleum Oil Coke. Okay, das ist 12, 15, 15 Megajoule. Okay, dann würde ich sagen, gehen wir erstmal Richtung Öl. Machen wir das weg. Und würden danach Fluid Handling machen. Und danach das Öl. So. Das wird jetzt eine Weile dauern. In der Zwischenzeit würde ich ganz gerne hier endlich mal die Automatisierung der Inserte fertigstellen. Ich weiß zwar nicht, ob wir dafür genügend Ressourcen haben, aber. Und ansonsten, was wir auch versuchen könnten, wäre halt einfach echt. Dann müssen wir halt hier wirklich außen rum gehen. Dass wir die Kohle wirklich anzapfen. Ich meine, das ist ein super weiter Weg. Aber dann wäre zumindest, hätten wir hier unten zumindest schon mal Kohle. Ich denk, das sollten wir machen. Ich denke, das lohnt sich, weil ich sonst muss ich immer hin und hoch und zurück gehen und das bringt nichts. Deswegen nehmen wir da mal alle Bells mit, die wir haben kriegen können. Und dann, denke ich mal, wird es hier oben irgendwo durchkommen. Hier am besten. Andere Richtung. Ah, das wird jetzt ein bisschen hässlich werden, aber was soll's. Ziehen wir das hier unterirdisch durch. Und weiter geht es. So, und jetzt können wir eigentlich noch oben gehen. Ah, wir sollten. Das Problem ist, das Ding kommt. Was ist jetzt schon wieder los, ey? Oh, ich hasse es! Ah, ich hätte Peaceful spielen sollen. Ich bin so ein Idiot, ey. Mann. Ah, das ärgert mich jetzt, dass ich das nicht gemacht habe. Ah, das ist ekelhaft ätzend. So, wo ist das Problem? Ah, ein Einzelner hat hier einen Drill erwischt. Zwei Drills. Scheiße, ey. Ah, das ist übel. So nervig. So unglaublich nervig. Ah, es fehlt an Kupfer. Nein. Mach erstmal kurz den Turm. Oder wir stellen. Ah, ich möchte eigentlich nicht unbedingt den Minigun-Turret dahin stellen. Machen wir lieber den anderen. Einer wird hoffentlich für den Moment erstmal reichen. Aber wir verbrauchen so viel Zeit immer mit diesem Mist. Das ist so nervig. So, nimm das.
Und dann machen wir noch ein bisschen. Die Lichter machen wir weg. So. Hier. Dann sehen wir ein bisschen was. Da können sehen, wie viel Munition wir haben. 99. Das reicht leider nirgendwo hin. Das Ding. Okay, das ist. Ja, lassen wir das nochmal an. Für den Moment. Ah, ich hätte Peaceful spielen sollen. Ich bin so ein Idiot. Ich mache jedes Mal wieder den Fehler in jedem Let's Play. Dass ich denke, ja, es wird schon okay sein mit ein paar Arbeitern. Und ist es jedes Mal extrem mühsam. Ah. So, okay, wir müssen hier hoch. Weil sonst kommen wir. Jetzt blinkt es hier unten schon wieder. Das können wir. Das geht nicht so. Ach du meine Güte. Wir können direkt nochmal einen Turm machen. So, dann nehmen wir das hier mal weg. Das ist alles im Weg. Und wir brauchen das Holz zudem. So, weiter hoch. Und jetzt müssen wir gucken, dass wir nicht in die Basis reinkommen. Jetzt gehen wir weiter hier rüber. Es wird sich nicht ausgehen von den Fließbändern her, leider. Aber wir gucken mal, wie weit wir kommen. Eigentlich müsste die Fließbänder machen ja keine Pollution. Das heißt, im Prinzip dürften die eigentlich nicht angegriffen werden. So, was sind wir? Noch nicht weit genug. Dann gehen wir weiter. So, nun. Dann kommen wir direkt hier rein. Ich denke, wir erstmal kurz gucken, ob wir noch irgendwelche Fließbänder haben. Da haben wir nochmal 250 Stück. Okay, wahrscheinlich reicht es von den Fließbändern her. Das ist eine unglaubliche Materialverschwendung, aber das ist das einzige Kohlefeld, das wir haben und wir brauchen die Kohle da unten. Ansonsten kommen wir nirgendwo hin. So, jetzt müssen wir das Band hier irgendwie ein bisschen durchschlängeln. Durch die ganzen Klippen. Wahrscheinlich hier. Ziehen wir das hier hoch. Ich denke, das passt. Und da müssen wir mehr Drills für die Kohle haben. Ah, wie viele Drills haben wir? Fast keine. Natürlich haben wir fast keine. Ah, oh, Mist. Okay, wenigstens staut sich hier so ein bisschen. Oh, ich habe da die Kohle rausgenommen. Das wollte ich nicht. Das war ein Fehler. So, nehmen wir das mal raus. Können wir 5 Drills machen? In der Zwischenzeit machen wir hier weiter. Mit diesem Projekt. Ich denke, das Öl ist dann schon im Endeffekt das Ziel. Ich sollte hier auf dem Belt laufen, das ist ein bisschen schneller. So, ziehen wir das weiter nach unten. Ich hoffe, hier ist nichts im Weg, aber ich glaube, das müsste einigermaßen frei sein. Naja, bis auf das. Hier. Eine meiner leichtesten Übungen, die Felsen wegmachen. Also wäre so mühsam, wenn man das jedes Mal von Hand machen müsste. Oh. So, okay, wir sind gleich. Wir haben es gleich geschafft. Nein. Ziehen wir das hier rüber. Und dann von oben. Und das hätten wir. Huh. Das heißt, unser Kohlebelt ist schon fast fertig. Und es hat wirklich, ich glaube, etwa 800.
Transport Bells gekostet, das Ganze jetzt hier zu machen. Die Frage ist, wollen wir es eventuell nur auf einer Seite machen? Ich glaube, das ist keine gute Idee. Ich habe mir überlegt, das vielleicht nur auf einer Seite zu machen und auf der anderen Seite den Sand. Aber ich glaube, das ist keine gute Idee. Wir ziehen dann später für den Sand noch einen weiteren Belt. Der Sand ist nicht so wichtig. So, dann kommst du. Ups. Hier durch. Ah, der Stein hat. Den Stein haben wir auch noch. Müssen wir mal gucken, wie wir das mit dem machen. Okay, dann ziehen wir es hier hoch, würde ich sagen. Ne, hier. So, die zwei können eigentlich auch weg für den Moment. Die brauchen wir nicht. So, dann hätte ich ganz gerne noch einen Drill. Ah, wir haben sechs. Okay, das sechs sollten eigentlich reichen. So, da haben wir drei da. Und drei da. Und das Ganze kommt auf den Kohlebelt. Haben wir hier noch ein bisschen was an den Dingern? 400 Stück. Wobei, ich nehme die lieber nicht von hier. Das war eine schlechte Idee. Nehmen wir einen 100er, das reicht für den Moment. So, jetzt müssen wir das hier ein bisschen anders machen. Und zwar brauchen wir einen Splitter hier, einen Splitter da. Und dann reißen wir die zweimal ab und packen die hier hin. Und das hier kann eigentlich auch weg. So. Dann ziehen wir das mal so da durch, damit die sich selber auch befüllen können. Hier können wir ohne Probleme die Burner-Inserter nehmen. Und dann kann das hier weiter nach unten. Hervorragend. Das hier durch. Hör auf. Sonst noch irgendjemand, der gerade Zeug braucht? Anscheinend nicht. So. Dann ziehen wir das hier durch. Und angeschlossen. Ich weiß nicht, ob die Produktion hier von den Dingern ausreicht, aber das werden wir dann sehen. Sonst müssen wir es dann halt ein bisschen noch erweitern. Wirklich mehr machen können wir momentan nicht. Das ist das einzige Kohlefeld, das wir haben. So, dann noch endgültig anschließen und dann haben wir es auch schon. Schon, es hat auch lang genug gedauert. Was ist jetzt hier wieder los? Ah. Überall. Überall sind die Dinger. Greifen sie an. So, ich hoffe, dass der Belt nicht angegriffen wird. Das wäre schon mal die Hauptsache. Dann sind wir einigermaßen okay, würde ich meinen. So. Das reicht. Dann brauchen wir Belts. Das müsste jetzt hier eigentlich so. Ach. Natürlich nicht. Natürlich nicht. Natürlich nicht. Okay. Bringen wir das Ding hier rüber. Bis ungefähr hierhin. Ich hoffe, die Bells reichen. Das wird knapp. Also für dieses Stückchen jetzt natürlich schon, aber
Für alles halt. So. Es wird jetzt ein Weilchen dauern, bis da das Zeug ankommt. Und jetzt müssen wir gucken, dass wir das. Ach, wo denn, bitteschön? Ach, hört doch mal auf, ey. Ah, die haben auch schon nichts, wieder nichts mehr. Schon wieder ist ein Turm kaputt gegangen. Das kann doch nicht sein. Nee, es ist kein Ka Turm kaputt gegangen. Der hat einfach nur keine Munition mehr. Warum? Ah, hast du noch was? Du hast noch was. So, dann nimm du das. Okay. Läuft für den Moment. Dann reparieren wir noch den anderen Turm. Hier drüben. Hast du noch Munition? Auch nicht mehr viel. Okay, dann kriegst du das hier. So, jetzt müssen wir hier eine Abzweigung dafür machen. Die Frage ist, wie wir das hier am besten durchbringen. Ich habe das ein bisschen dumm gebaut, weil ich erwartet habe, dass wir das ersetzen mit elektronischen Dingern, aber die sind irgendwie noch ein bisschen weit entfernt. Das ist extrem dumm gemacht. Machen wir das so und dann hier durch. Und dann hier, ach Gott. Ah, das ist die absolute Hölle. Das ist absolut schrecklich gemacht. Ich schäme mich. Dasselbe hier. Okay, die sind, die haben da. Wir haben da auch nicht Platz, um. Es ist so super dumm gemacht. Schlechter hätte man es echt eigentlich gar fast gar nicht mehr machen können. Und jetzt hier wird das auch nochmal eine Zangengeburt. So, du kannst das schon mal von hier nehmen. Und jetzt müssen wir das hier unten. Ach. Wir müssen das hier unten irgendwie durchschleusen. Was natürlich nicht so einfach geht. Ach du meine Güte. Ah, das ist sowas von hässlich. Ich kann nicht glauben, dass ich das baue, aber jetzt machen wir das noch zu Ende. Das wird ein bisschen eine längere Folge. So. Kommt da schon irgendwo Kohle? Meilenweit entfernt. Ah, da kommt sie. Okay, wie ist es eigentlich? Haben wir irgendwas entdeckt? Da haben wir einen relativ großen Eisenerzfeld. Oh, wir hätten ein Sandfeld da. Ist auch nichts, allerdings ist auch nicht wirklich näher. Es ist auch nicht wirklich besser. Guckt euch mal die vielen. Was zur Hölle? Guckt euch mal die vielen Basen an. Ah. Das Ding ist endgültig ausgeschossen. Ah, es ist bitter. Da drüben ist auch schon alles aus. Hervorragend. Naja gut. Das ist zumindest ein bisschen besser gebaut.
Ups, das ist natürlich direkt wieder falsch. Ah, das ist nicht einfach. Also eigentlich ist es schon einfach. Ich bin einfach zu dusselig. Beziehungsweise ich habe hier einfach schlecht geplant. So, haben wir noch. Wir haben noch so ein Dingens. Hervorragend. Dann kann der zumindest schon mal ein bisschen arbeiten. Dann würden wir das so machen. Und jetzt geht es eigentlich nur noch darüber. Gib mir die Fließbänder. Nee, da müssen wir auch noch. Dann vorbei. Dann würde ich sagen, machen wir hier einen Splitter. Das mache ich nicht jetzt zu Ende. So. Dann hier noch. Und dann haben wir es soweit. Das Problem ist jetzt, dass erstmal die Stromversorgung hat. Nach Rang quasi. Das heißt, alle anderen werden zuerst bedient. Und das ist eigentlich dumm. Eigentlich müsste es genau umgekehrt sein. Aber was will man tun? Die müssen wir dann auch noch. Irgendwie hier. So. Ups. Machen wir das so. Gib mir die Hälfte wieder. Da wird zumindest mal ein bisschen gearbeitet. Und den Rest schmeißen wir hier rein, weil da ist auch gleich alle. Puh, okay, meine Lieben, ich würde sagen, das war's jetzt mal mit dieser Episode. Ich habe keine Ahnung, was wir beim nächsten Mal machen. Wahrscheinlich werde ich erstmal noch ein paar Alien-Basen säubern versuchen. Und dann gucken wir mal, wie es hier weitergeht. Würde mich freuen, wenn ihr dann auch wieder mit dabei seid. Bis dann, macht's gut, euer Northgate.